But Lord Darius presents himself against you now. He's more worthy as a foe. But use the runes you won from Smilesville to good employ, and you'll slay him dead, just like Antonius. Und somit Servus und Hallo zur zweiten Mission von Dungeon Keeper 2. Wir haben zwei neue Räume bekommen. Beim letzten Mal. First, build a lair, and then a hatchery, then claim the portal near your dungeon heart. Ja, der Standardstart. Erstmal. Oh, hier haben wir Gold. Das nehmen wir doch gleich mal. Bilden da die Hatchery oder den Hühnerstall. Da haben wir schon das Portal, wo unsere Kreaturen rauskommen. Dann pflanze ich mal blablabla. Oh, wie machen wir es? Muss ja auch ein bisschen kreativ sein. Hier kommt einer der Räume. Hier der andere. Und hier werde ich den Schlafsaal hinmachen. So, also was habe ich vor? Hier kommt der Hühnerstall wieder hin. Hier der Schlafsaal. Hier kommt der Trainingsraum rein. Und hier die Bücherei. Dann haben wir auch genügend. Na ja, dann haben wir alles gebaut, was es zu bauen gibt. Jetzt müssen wir warten, bis die Imps hier uns alles hier fertig gebaut haben. Wir können eigentlich das auch schon öffnen. Das Problem ist, wenn man gleich am Anfang so startet, ja, ich habe halt nur 4 Imps. Hier, 4 Stück. Und noch kann ich keine weiteren machen. Ich sage bewusst noch. Weil der erste Zauber, den wir bekommen, ist Create Imp. Damit kann ich neue erschaffen. Der Nachteil bei Create Imp ist, mit jedem steigenden Imp erhöht sich auch die Mana, ständigen Mana-Kosten sozusagen. Aber wir haben genügend Input durch diese schönen Felder. Hier seht ihr, was passiert, wenn man nicht genügend Lagerplatz im Dungeon-Herz hat. Dann wird halt das Gold einfach liegen gelassen. Hier liegt es einfach herum. Oh, apropos herumliegen. Ich hätte schon was bauen können. Mein Fehler. Wenn ich die Imps zu langsam finde, kann ich natürlich auch das Gold einzeln aufheben. Und ich schmeiße es einfach hier auf den Haufen. Dann kann man hier... A library, where warlocks ja. Wise can hone their evil craft, perfecting spells for you to cast at goodly foes. Oh ja, hier kommen dann die Warlocks, die Hexenmeister. Ich glaube, im Deutschen heißen die ganz normal Zauberer. Oh, achso, ich habe claimed ein Portal. Hark now. A warlock has arrived to study spells within your library. His research will serve your magic well. Oh, yeah. Restrict him not though to his books, for when in battle he may prove formidable with fireballs. Your creatures require a place to rest. Build them a lair. Ja, ja. Also das wird man öfter mal hören, dass hier einige unglücklich werden oder die brauchen irgendwas. Ja, wie viel Bookcase haben wir denn? Wir haben Platz für 3 Researchers, also Forscher. Und so theoretisch können maximal 3 Zauberer eintreffen. Auf normalen Wege. Schlafplatz hat er gebraucht, haben die gesagt. Hier, bitte sehr. Und ein Trainingsraum. Ja. Im Trainingsraum können Einheiten einfach so kämpfen und bis Level 4 aufsteigen. Aber es kostet ständig Gold, genau. Sozusagen Instandsetzungskosten. Oder Instandhaltungskosten, genau. Ja. Wunderbar. Jetzt noch was Besonderes. Ein Goblin wahrscheinlich. Ja, ein Goblin kommt da gerade. 2 Zauberer haben wir schon. Ein was Besonderes gibt es bei den Räumen noch. So habe ich zum Beispiel 7 Plätze frei für Trainierende. Wenn die Wände aber fertig sind, gibt es an den Wänden noch ein paar weitere Trainingsgeräte manchmal. Können wir vielleicht gleich sehen, wenn der fertig ist.
da sieht man, das kostet Geld, wenn er da trainiert. Da ist ein weiteres Gerät. Jetzt haben wir schon Platz für 8. Ich glaube, alle drei Felder Wand, also befestigte Wand, kann ein neues Gerät erscheinen. Genauso hier mit Büchern. Jetzt haben wir Platz für 4, weil da noch ein weiteres Regal hinkam. Oder Buchstände. So, wir können noch ein bisschen Gold gebrauchen. Klappern wir mal hier das ganze Gold ab. Prinzipiell, die trainieren, die forschen. Man sieht hier den Fortschritt schon. Das dauert halt eine Weile. Je höher das Level ist, umso schneller geht es auch. Warten wir es mal ab. Dabei füllen wir wieder unsere Schatzkammer. Ich kann auch theoretisch hier den dazu zwingen zu forschen. Oder, naja, ermutigen, würde ich es eher nennen. Ja. Meistens, wenn er keine anderen Bedürfnisse, wie zum Beispiel Hunger oder Schlafen hat, übernimmt er dann den Job, wenn ich ihn da reinwerfe. 3 Zauberer und 2 Goblins. Langsam müsste eigentlich der nächste Zauber freigeschaltet werden. Ach ja. Your creatures make good progress. One improves his skill to level 2. A creature can train as high as level 4, but that's the limit. Further skill can only be attained out on the battlefield. Ja, so in etwa habe ich schon erzählt. Ein Goblin wurde Level 2. Ist das nicht wunderbar? Ah ja, was ich noch erzählen könnte. Bei den bei Goblins weiß ich es gar nicht genau, aber Zauberer zum Beispiel kriegen... Okay. Mana is the currency of magic, and it's this you spend each time you cast a spell. Your mana level shown in green atop the screen. Your land will gradually renew it as it's spent. Cast your new spell to create an imp. So open now the panel spells and select the imp's head symbol. Then cast it with a click on any land that's yours. Simple. A good cast keeper. You've made good use of your warlock's studious research. Bei dem imp spell, der wird mit jedem neuen imp immer teurer. Schau, jetzt kostet er 3000. Jetzt kostet er 4500. Und wenn ich das mache, kostet er schon 10.500. Mit jedem weiteren Imp sozusagen wird er teurer. Der ist abhängig von der Anzahl der Imps insgesamt. So, okay. Warten wir noch, bis der nächste Zauberspruch. Oh, was haben wir denn da? Wasser. Oh, schaut mal, die Hühner laufen da überall rum. Der hat Hunger. Beobachten wir ihn mal, wie er isst. Und nom, 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 nom. Going to bed. Der macht sich. You may wish to train your warlocks to improve their skills. To do this, drop a warlock in the training. Ja, ja, erstmal sollen sie hier den Zauber noch erforschen. Dann würde ich das sogar machen. Dann haben die genug geforscht, meiner Meinung nach. Wobei, sehen wir es gleich? Genau. Jeder Zauber kann nochmal verbessert werden. Genau, wir können jetzt Blitze schleudern auf Gegner. Oh. Ah. Zeit zum Kämpfen. Jetzt kann ich auch mal den Zauber zeigen. Bam. Ein Blitz, der ihn normalerweise ausnockt für kurze Zeit. Ja, dann kommen gleich neue. Keine Chance gegen mich. Ja, die könnten sich jetzt erholen oder weiter trainieren. Währenddessen erkunden wir das neue Land, was frei wurde.
Gold. Gibt's Gold? Brauchen wir aber im Moment gerade nicht. A left click on your creature picks it up. A right click on claimed land, then lets it drop. Be wary though. Don't drop them too near enemies, for the dropping stuns these beasts a time and makes them vulnerable to enemy attack. Ja, das stimmt. Wenn die am Boden liegen, also wenn man sie hinwirft, sind sie ja erstmal am Boden. Vielleicht kann ich es schnell zeigen. Komm. Hui. Da ist er kurz ausgenockt. In der Zeit ist er ziemlich anfällig und kassiert extra Schaden. Ah, da haben wir schon unseren Gegner hinter dieser Mauer. Schauen wir mal. Wie sieht's bei euch aus? Seid ihr ja gut erholt? Bereit für den Kampf? Ach, ich sag einfach mal ja. Ach nee, vorhin wollte ich noch was erzählen. Wenn die das Level aufsteigen. Bei den Zauberern ist es, glaube ich, so, dass die auf Level 4 das erreichen. Manche Kreaturen kriegen dann nämlich neue Fähigkeiten. Der Zauberer kriegt als nächstes, der hat jetzt erst einen Feuerball-Zauberspruch als Angriff. Und später kriegt er noch Heilung dazu. Also ist nicht nur ein Angreifer für mich, sondern auch ein Heiler theoretisch auf dem Schlachtfeld. Und so können es auch andere Kreaturen verschiedene Fähigkeiten. Ich schaue jetzt noch schnell den Dungeon hier irgendwie ab. Vielleicht gibt es verräterische Lücken. Weil manchmal findet man in verräterischen Lücken... The time has come for you to face Lord Durin. Ist das so? Tag the flashing tiles. Your imps will tunnel to his keep. Ja, okay. Alles klar. Lord Darius. Den kennen wir doch schon. Nee, hier ist anscheinend kein Zauber versteckt. Kein Bonuszauber. Na gut. Wir haben 10 Einheiten, das reicht vollkommen. Angriff. Finaler Kampf. Was sind meine Imps? Da. Die Imps zum Beispiel, sieht man an dem gut, kriegen ab Level 4 extra Geschwindigkeit. Your forces now must kill his guards and stir Lord Darius himself to come defend his land. Ach so. Ja, okay. Sollte kein Problem sein. Erstmal hier die Zwerge loswerden, dann kommt der Obermacker. Ach, da kommen ja noch welche. Keine Chance gegen uns. Schaut euch, wie sie fallen. Weil die Zwerge sind eigentlich vergleichbar. Ups, der ist angeschlagen. Die sind eigentlich vergleichbar mit unseren Arbeiter-Imps. Keep up. Dare not think that you will conquer me, you evil wretch. My dwarves and the power of good. Ich mag jetzt zum Beispiel nicht, dass der in den Kampf angreift. Sobald er auf mein Land tritt, kann ich ihn dann ausnocken. Genau. Während meine... Verdammt, meine Goblins wegrennen? Das läuft nicht wie geplant, muss ich zugeben. Das läuft nicht wie geplant. So, hier rein. It is payday. Dann... Ja, lass mal die halt mal herlaufen. Und läuft der? Egal, wir nutzen jetzt die Zeit, in der er rumsetzt. Nix Payday. Ach ja, mit der Zeit kosten die Einheiten noch mehr Gold, dann wollen sie ihren Sold haben. So, aber jetzt finaler Kampf. Zeitwärts. Du nett. Du nett. Ey, bleib liegen. So, schlagt auf ihn ein. Nein, der erhebt sich nimmer. Jawohl. Unfair, aber ich bin der Dungeon Keeper. Ich bin das pure Böse. Hallo, Horny. Komm. Hol dir den Portalstein. Nein, das Portaljuwel. Do it. Latscht einen ewigen Umweg und macht alles auf seinem Weg natürlich kaputt. Die schönen Hühnchen.
Da liegen sie, die Leichen. Eine glorreiche Schlacht. Und Mission 2 wurde beendet. Gleich kommt das Abschlussvideo. Ein kleines Gimmick bei dem Spiel, immer am Ende. Viel Spaß. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. The treasury lets you hold more gold.